Mellowgirst, der Verdrehte, war ein Veteran unter den Astartes der Lunar Wolves und später den Sons of Horus. Während des Großen Bruderkriegs war er die rechte Hand des Kriegsmeisters und diente als offizielle Stimme der Legion. Mellowgirst war bekannt für seinen Scharfsinn und sein Talent für Intrigen- und Spionagearbeit. Er wurde zum abtrünnigen Spiegelbild Malkadors, dem Sigilliten. Seine Augen und Ohren waren überall. Mellowgirst war Horus und seinem Vorhaben treu ergeben, sodass er sich selbst opferte, um den Kriegsmeister nach der Schlacht um Beta Garmon aus seinem tiefen Koma zu erwecken. Genau wie sein Primarch stammt auch Mellowgirst von der Bergbauwelt Chthonia. Nachdem er in die 16. Legion aufgenommen worden war, begann er schnell in ihren Reihen aufzusteigen. Er diente erfolgreich als Kompaniekapitän und wurde schließlich in den Rang des Equerry erhoben. Mellowgirsts Aufgabe als solcher war es, seinen Primarchen vor Intrigen zu schützen und ihm als Ratgeber zur Seite zu stehen. Sein Talent in Sachen Geheimhaltung und Spionage machten ihn zum idealen Kandidaten für diese Position. Mellowgirst machte es sich zur persönlichen Aufgabe, die innenpolitische Situation der 63. Expeditionsflotte bis ins kleinste Detail im Auge zu behalten. Kein anderer wäre zu so einem monumentalen Akt in der Lage gewesen, außer vielleicht der Kriegsmeister selbst. Doch als Space Marine war Mellowgirst ein Außenseiter. Nur wenige unter seinen Brüdern brachten ihm den nötigen Respekt entgegen. Die meisten Lunar Wolves sahen in dem Equerry einen Anstifter, der keinerlei brüderliche Bande kannte und nur Horus allein treu war. Dennoch war niemand unter ihnen so töricht, Mellowgirst zu unterschätzen. Das Schicksal des Verdrehten sollte eine tragische Wendung nehmen, als es zur Rückeroberung des Planeten 63-19 kam. Ein Herrscher, der sich selbst der Imperator nannte, hatte sich geweigert, die Existenz des wahren Herrn der Menschheit anzuerkennen. In seiner Torheit hatte er Hastur Sejanus, den Unterhändler der Lunar Wolves, und sein gesamtes Gefolge ermorden lassen. Horus ließ einen zweiten Verhandlungsversuch starten, während er gleichzeitig seine Schiffe in Position brachte, um im Fall eines weiteren Scheiterns sofort zuschlagen zu können. Mellowgirst meldete sich auf der Stelle, um als neuer Unterhändler vor diesen falschen Imperator zu treten. Doch so weit sollte es gar nicht erst kommen, denn der Stormbird des Equerry wurde bereits in der Atmosphäre des Planeten abgeschossen. Das Transportschiff krachte mit voller Wucht auf die Oberfläche der Welt und Mellowgirst kam nur knapp mit dem Leben davon. Sein Körper war gebrochen, sein Rückgrat grauenvoll verdreht und seine Tage als aktives Mitglied der Legion vorüber. Doch er blieb Horus' Berater und rechte Hand. Seine körperliche Behinderung machte ihn nur noch williger, seinem Primarchen überall hin zu folgen. So kam es, dass, als der Kriegsmeister von den dunklen Mächten des Chaos korrumpiert wurde, Mellowgirst bereitwillig an seiner Seite stand. Der Equerry wurde zum Vollstrecker von Horus' Willen. Er stellte sicher, dass die Befehle des Kriegsmeisters auch ausgeführt wurden. Da er selbst nicht länger in der Lage war, körperliche Maßnahmen zu ergreifen, griff er regelmäßig auf die Dienste des Meuchelmörders Maggard zurück. Maggard war einst der Leibwächter der Remembrancerin Petronella Viva, die auf die Vengeful Spirit gekommen war,
um die Memoiren des Kriegsmeisters zu verfassen. Er war ein beeindruckender Kämpfer, der Vivas Leben mehr als einmal vor einem sicheren Ende bewahrte. Trotzdem verachtete er seine Herrin und wünschte sich nichts mehr, als dem Kriegsmeister selbst zu dienen. Das Schicksal nahm seinen Lauf und Horus ermordete Petronella Viva schließlich, um das Geheimnis seiner Chaoskorruption zu bewahren. In Maggard jedoch sah Horus ein nützliches Werkzeug, also verschonte er ihn. Er wurde sogar zu den Apothekari der Legion geschickt, die ihn mit ihren biomechanischen Künsten beinahe auf den Stand eines echten Astartes brachten. Fortan würde er als Mellowgirsts Vollstrecker dienen und jene Aufgaben übernehmen, zu denen der Equerry nicht länger in der Lage war. Im Verlauf des Großen Bruderkriegs war Mellowgirst an zahlreichen kritischen Ereignissen maßgeblich beteiligt, wenn auch nur aus den Schatten heraus. Er war einer der Ersten, der Gaviel Lokens Loyalität anzweifelte, weshalb er beschloss, den Captain im Auge zu behalten. Mellowgirst vollzog ein Warp-Augen-Ritual an der Remembrancerin Mercedes Olliton, von der er wusste, dass sie regelmäßigen Kontakt mit Loken hatte. So konnte er im Geheimen den Worten des Captains lauschen. Als es zur Tragödie auf Istvan III kam und Captain Nathaniel Garrow versuchte mit der Fregatte Eisenstein zu fliehen, war es Mellowgirst, der Kallas Typhons Aufmerksamkeit auf das Schiff richtete. Im Laufe der Zeit beschäftigte sich Mellowgirst immer mehr mit den dunklen Kräften des Chaos, unterstützt vom obersten Ordenspriester der Wordbearers, Erebus. Der Equerry wurde schnell zu einem potenten Praktikanten der dunklen Kräfte, vor allem im Bereich der Dämonologie. Serga Thargost, Captain der 7. Kompanie der Sons of Horus und Meister der Kriegerloge, vermutete, dass Mellowgirst dank seiner Hexereien in der Lage gewesen wäre, seine alten Wunden zu heilen. Er würde den Schein einer körperlichen Unfähigkeit aufrechterhalten, um andere glauben zu lassen, er sei wesentlich ungefährlicher, als er es in Wirklichkeit war. Seine Fähigkeiten in den dunklen Künsten sollten sich kurz vor der Beginn der Schlacht um Molech zeigen. Er vollzog ein grausames Ritual und beschwor den Dämon Tormageddon in den toten Körper des Legionärs Ger-Geradon. Mellowgirst beabsichtigte, eine ganze Reihe solcher besessenen Chaos Space Marines zu schaffen, die er Luperci nennen wollte. Das Schicksal des Equerry sollte eine neuerliche, drastische Wendung nehmen, als Horus während der Schlacht um Beta Gamon in ein tiefes Koma fiel. Als der Kriegsmeister auf Molech durch ein Warp-Portal geschritten war, blieb ein Teil seiner Seele im Immaterium zurück. Die dunklen Götter hatten nun begonnen, um dieses Fragment zu kämpfen, was den Körper Horus kraft- und antriebslos zurückließ. Mellowgirst versuchte verzweifelt, seinen Meister wiederzuerwecken, denn ohne Horus würde die Rebellion gegen den Imperator in sich zusammenfallen. Er erschlich sich seinen Weg zum Thronraum der Vengeful Spirit, wo Horus' Körper aufbewahrt wurde. Mellowgirst stimmte dann dasselbe Ritual an, das auch von Erebus auf dem Planeten Darwin benutzt wurde, um sich in Horus' Visionen zu schleichen. Der Equerry begab sich in den Warp und suchte die Hilfe des Dämon Amarok, welcher ihn zu Horus' Seelenfragment führen sollte. Amarok trachtete zunächst nach Mellowgirsts Seele,
Doch die Zauberkraft des Equerry reichte aus, um den Dämon an sich zu binden. Schließlich fand Mellowgirst das Fragment auf einem immateriellen Schlachtfeld, wo es bis in alle Ewigkeit gegen endlose Feinde kämpfte. Er versuchte alles, um diesen Teil Horus zu befreien, doch der Kriegsmeister weigerte sich, die Schlacht zu verlassen. Noch bevor er einen weiteren Versuch, seinen Primarchen zu retten, starten konnte, wurde Mellowgirst abrupt aus dem Warp gerissen. Die Justerin-Terminatoren hatten ihn im Thronraum entdeckt und brachten ihn nun zu einem in Rage geratenen Horus Aximand. Der Captain hatte Mellowgirsts Vorschlag, den Kriegsmeister auf diese Weise zu erwecken, aufs Schärfste widersprochen. Als Strafe für sein Vergehen sperrte Aximand Mellowgirst in ein Labyrinth, dessen Wände sich stets veränderten. Um seinen Hals wurde ein Nullhalsband gelegt, das Mellowgirst daran hindern sollte, seine Hexereien einzusetzen. Dem Equerry blieb nichts anderes übrig, als hilflos durch die Gänge des Labyrinths zu wandern. Doch zu seinem Glück kam ihm Captain Carlos Ekadon zu Hilfe, Anführer der Cthulhan Reaver. Gemeinsam machten sie sich einmal mehr zum Thronraum auf und Mellowgirst begab sich erneut in den Warp. Diesmal fand er das Fragment auf den Schlachtfeldern von Ullanor, in einer Zeit vor dem endgültigen Triumph der imperialen Streitkräfte. Es sollte sich herausstellen, dass das Fragment, das im Warp gefangen war, jener Teil des Kriegsmeisters war, der erkannt hatte, dass der Fall zum Chaos ihn zu einer Marionette der dunklen Götter gemacht hatte. Sein endloser Kampf in den höllischsten Umgebungen war ein Symbol dafür, dass er sich den Chaoskräften nie ergeben würde und kein williger Sklave der dunklen Götter werden würde. Doch Mellowgirst drängte das Fragment dazu, seinen Kampf aufzugeben und sich vollständig dem Chaos hinzugeben. Seine Rebellion wäre bereits zu weit vorangeschritten, um nun umzukehren. Außerdem könne Horus nie ein Sklave der dunklen Mächte werden, denn er hätte sich ihnen aus freien Stücken angeschlossen. Nun wäre es an der Zeit, in die Realität zurückzukehren, denn der Krieg wäre erst vorbei, wenn der Imperator tot wäre. Mellowgirst realisierte, was er als nächstes tun musste und welches Opfer er dabei bringen musste. Er rammte sein Messer in die Wunde, die Horus durch den Speer des Russ erlitten hatte, und opferte dadurch sein eigenes Leben. Das Fragment kehrte jedoch augenblicklich zu Horus zurück und der Kriegsmeister war wieder bei Bewusstsein. Er übernahm erneut die Kontrolle über seine Legion und führte seinen Kreuzzug gegen das Imperium fort. Doch nun, dank Mellowgirsts Taten, war Horus vollends unter der Kontrolle der dunklen Kräfte.